Ja, Ferienzeit steht vor der Tür. Na, in Deutschland nennt ihr es ja Urlaubszeit oder unterrichtsfreie Zeit. In der Schweiz sagen wir einfach Ferien. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das immer ein guter Grund, so vor den Sommerferien Geräte zu testen, die die Leute gerne in die Ferien mitnehmen. Machen wir immer für den Tagesanzeiger, die Zeitung, für die ich arbeite. Und die Firma Netgear, die auch diese tollen WLAN-Dinger macht, die ich hier im Einsatz habe und super zufrieden damit bin, hat auch was für unterwegs, nämlich das da. Ja, der neueste 5G-Hotspot mit WLAN 6. Den werde ich jetzt auf einer Reise testen und darum jetzt ganz schnell noch ein Turbo-Unboxing, weil eigentlich müsste ich schon los, aber so viel Zeit muss sein. So. Also da haben wir die Box. Da kommt das Gerät. Warum ist das so leicht? Ah, da ist nichts hinten drin. Ich noch, das kann doch nicht sein, dass das Ding so leicht ist. Pull. Ja, das hat aber nicht gut geklappt, dieses Pull. Weg mit dem Plastik. So schaut es aus. Aha, hier hinten muss man jetzt SIM-Karte einsetzen, dann kommt offensichtlich der Akku rein. Ja, da ist das Gewicht zu Hause. Lithium-Batterie. Ja, das ist wie früher, als man noch bei Handys die SIM-Karte eingesetzt hat, dann den Akku und dann hinten den Deckel drauf. Mal schauen, ob es da noch einen Deckel hat. Oder ist echt schon der Akku der Deckel? Was ist sonst noch in der Box? Anleitung. Die nehme ich nicht mal mit, die lasse ich hier. Lasse ich auch hier. Ah ja, tatsächlich, hier ist der Deckel. Den wollen wir noch mitnehmen. Dann, was hat es noch? Ah, Netzteil. Ein Reisenetzteil. Nein, einfach nur eins für Europa und England. Habe ich jetzt was übersehen? Ist da tatsächlich nur... Ah nein, da ist natürlich das... Jetzt habe ich es. USB-A auf USB-C, der Klassiker. Das will ich eh nicht mitnehmen. Das Netzteil lassen wir auch hier. Das Einzige, was ich für den Test mitnehme, ist das, ja, der Router halt, der Akku und der Deckel. Und da gehe ich das nachher mal zusammenbauen. So, also jetzt aber los. Bis gleich. Und ja, nein, ihr müsst jetzt nicht warten, bis ich wieder zurück bin. Und das Video ist auch nicht zu Ende. Nein, wir machen hier wieder den patentierten und zurück. Ja, da bin ich schon wieder mit dem patentierten Schnipp-Trick. Ja, ich bin gerade eben einmal quer durch die Schweiz gefahren. Ja, ich war in Italien an einem Fest und natürlich nicht nur zum eigenen Vergnügen, nein, ich habe natürlich streng gearbeitet da und den guten Netgear dort getestet. Ja, ich habe ja ein gutes Abo mit Roaming drauf, darum habe ich mal geschaut, komm, machen wir mal Härtetest und geben das WLAN-Passwort an die Gäste raus und... Ja, da waren dann so 9 und mehr Leute gleichzeitig auf dem Ding und haben damit rumgesurft. Fazit nach, wie lange habe ich das Ding jetzt eigentlich schon hier getestet? Ja, eine ganze Weile. Ich hatte es auch in den USA noch mit dabei an der WWDC, da habe ich es aber nicht wirklich viel gebraucht. Jetzt auf der Italienreise war es super praktisch, weil eben auch andere Leute dabei waren. Wenn es nur um mich geht, ist es nicht so wichtig, weil mir reichte das Hotspot im iPhone notfalls, aber meistens habe ich einfach das iPad, wo es A5G drin hat und das iPhone, wo auch online ist und die Uhr und das reicht. Aber wenn halt andere Leute dabei sind, ist es schon praktisch, so einen Hotspot zu haben. Und ich muss sagen, ich bin ausgesprochen zufrieden mit dem Ding. Es macht genau, was es soll und weil es halt WLAN 6 hat, kann man auch mal schnell Daten vom einen Gerät aufs andere verschieben. Das ist super praktisch und wie gesagt, da der Härtetest mit 10 Leuten gleichzeitig hat auch überhaupt keine Probleme gemacht. Ja, das Ding wird ein bisschen warm, wenn man es nutzt. Aktuell läuft es auch wieder, schaut.
Wird schon ein bisschen warm. Ich habe es häufig einfach in den Rucksack geschmissen. So sieht es aktuell auch aus. Aber es ist relativ robust und da wird es noch ein bisschen wärmer, weil halt die Luft nicht so gut zirkuliert. Was muss man noch sagen zum Test? Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist, wie gesagt, es ist super zuverlässig. Der Akku hält problemlos einen Tag, auch wenn wir da mit der ganzen Familie unterwegs waren, hat problemlos gereicht. Am Abend hatte es immer noch genug Akku, konnte man es im Hotel wieder einstöpseln. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, sehr, sehr zuverlässig. Was mir nicht so gefallen hat, ist die Bedienung, die ist ein bisschen, und das Menü, das ist wirklich so ein bisschen, ja, erinnert so an die alten Nokia-Handys, bevor iPhone und Android die Welt revolutioniert haben, ist alles so ein bisschen hakelig und ruckelig. PIN-Codes eintippen ist mühsam, man weiß nicht genau, was jetzt in welchem Menü versteckt ist und es hat irgendwie tonnenweise Funktionen, die überall sind und das ist ein bisschen mühsam. Ich habe zum Beispiel ganz lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie man hier oben das WLAN-Passwort versteckt. Allen Leuten möchte man das ja dann doch nicht zeigen, schon gar nicht im YouTube-Video. Nein, das Ding hat sich wirklich sehr, sehr gut bewährt. Die Bedienung, wie gesagt, ein bisschen mühsam, aber wenn man es mal eingerichtet hat, schaltet man es einfach ein und dann läuft's halt. Was auch noch lustig ist mir mehr zufällig aufgefallen, es hat hier noch kleine Anschlüsse für Antennen, aber ich habe keine Antennen. Ich habe mir ja mal kurz überlegt, dieses Büro hier mit einem Hotspot, einem solchen zu betreiben, aber der 5G-Empfang ist hier gerade nicht so ideal, darum habe ich mich dann doch für Glasfaser entschieden. Aber mit diesen Antennen wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Und wo wir gerade bei den Anschlüssen sind, was auch cool ist, ist der LAN-Anschluss. Da könnte man natürlich, wenn es im Hotel ein LAN-Kabel hat, das einstöpseln und dann sein eigenes WLAN machen und müsste sich dann nicht jedes Mal in dieses blöde Hotel-WLAN einwählen. Hat in den USA nicht geklappt, weil es da zwar LAN-Kabel hatte, aber mindestens das in meinem Zimmer nicht mehr aktiv war. Ja, der Netgear-Reiserouter. Ideal für die Ferienzeit und eben wenn man da mit der ganzen Familie unterwegs ist, hat er sich wirklich sehr bewährt. Ich würde sagen, großen Daumen nach oben für das Gerät. Falls ihr noch Fragen dazu habt, falls ich euch was ausprobieren soll, schreibt mir das in den Kommentaren, ich schaue mir das gerne an. Falls ihr irgendeine Funktion im Menü sehen wollt, ja, fragt mich ruhig und müsst mir aber genau erklären, wo es ungefähr sein könnte, dass ich es auch finde. Alles in die Kommentare. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, oh, immer diese Schweiz-Impressionen, wie kann der nur? Daumen nach unten. Und falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal und dann sehen wir uns schon ganz bald im nächsten Video. Ja, von wegen Sommerpause.